Dienstag, 6. Februar, 14 Uhr. Schon wieder drei? Esther, aber nur noch ein. To escape by train towards Sweden. Peter will be busy preparing for tonight's mission. Reinhard is finishing his deal with the smugglers from Copenhagen. If I assist him, he may be more inclined to help me rescue Anders. Esther is trying to escape by train ich towards Sweden. Kümmere mich um Esther. Das muss der Kontrollpunkt sein, den Esther passieren wird. Ich glaube, ich sehe Torm dort hinten bei der Kasse. Mal sehen, ob ich helfen kann. Wir können erst mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Oh, Harald. Ich frage mich, wer jetzt die Praxis übernimmt. Ja, und wo Geld verdient wird. Können wir hier hinten rein? Oh. Oh, Gerda. Da bist du ja. Wir müssen Esther durch den Kontrollpunkt bekommen, damit sie sich den deutschen Flüchtlingen im Zug nach Norden anschließen kann. Sie ist hier hinten in der Gasse. Da ist der Pfarrer. Aber wir haben keinen Stempel, ne? Er reibt sich nervös die Hände. Oh, Gerda, du kommst uns helfen, Gott sei Dank. Wir müssen die liebe Esther und Sophia durch diesen Kontrollpunkt bekommen. Aber ich fürchte, dieser Husten hat meine ernst eindrucksvolle Sprechstimme verschlechtert. Oh, welche ungünstige Zeit, dass meine eloquente Sprachfertigkeit schwächelt. Wohl wahr, welch ein Unglück. Schwächelt? Klingt doch gut. Ach, sie ist nur wenige Augenblicke von einer Katastrophe entfernt. Wie dem auch sei, wir müssen uns jetzt darauf verlassen, dass du, Gerda, unseren Übergang begleitest. Mama, mir ist kalt. Ich habe Angst vor all den Soldaten da draußen. Sophias Nerven, okay. Weißt du, was mich immer beruhigt? Was zu essen. Ein bisschen was zu essen. Das Mädchen sieht seine Mutter an und sucht in ihrem Gesicht nach Bestätigung. Ist in Ordnung, Liebes. Nimm es ruhig. Dankeschön. Ah, aber die Sorgen des Kindes sind nicht unbegründet. Diese Wachen sind launisch. Bitte finde heraus, welche der beiden Schlangen ein leichteres Durchkommen ermöglichen. Und Gerda, das wissen wir sehr zu schätzen. Guck mal, das ist ein Hund. Ich will den Hund streicheln. Oder ist das eine Katze? Ich glaube, es ist eine Katze. Es ist eine Katze, es ist kein Hund. Okay. Das ist er, ja. Der blockiert den Weg, okay. Da sind die konfiszierten Sachen. In Ordnung, sie sind fertig, weitergehen. Der Nächste. Was ist mit mir? Kann ich durchgehen? Immer mit der Ruhe, Bürsche, nicht zu hastig. Ich sollte nachsehen, in welcher Schlange Esther und Sophia es leichter haben. Ich hatte gesagt, da drüben Schmuggler waren. Er ist bis zum Rand mit allen möglichen Diebesgut gefüllt. Aber bitte nicht klauen. Hm, der Karren ist voller Schmuggelware. Scheint, als wäre der gute Mann bestechlich. Oh, das ist der. Hey, junge Frau, das ist kein Museum. Schön weitergehen. Frau Iversen, eieiei. Sie blickt die Wache vor ihnen düster an, senkt aber immer den Blick, wenn er in ihre Richtung schaut. Wie geht es in der Schlange voran? Ha, langsam. Diese Wache überprüft jede Person, die durch will. Ein richtiger Pedant. Hey, Sie beiden, was soll das Geplapper?
In Ordnung, sie können passieren. Er wirkt, als wäre er lieber woanders. In dieser Schlange scheint es schnell voranzugehen. Rainer macht es euch Einheimischen viel zu leicht. Er sieht die Hälfte der Papiere, der Zeit kaum richtig auf die Papiere. Warum interessiert sie das so? Die Wachen werfen mir schon Blicke zu. Ich werde nicht viel länger nachforschen können. Der kalte Wind treibt ihr Tränen in die Augen. Der Soldat an dieser Schlange ist so ein Paragraphenreiter. Jemand hat versucht, ihn zu bestechen und wurde gleich beinahe dafür verhaftet. Wie sollen wir sonst den Nazis Honig ums Maul spielen? Im Gespräch? Nicht reden in der Schlange. Also gut, in Ordnung. Sie haben das gut begründet. Gehen Sie weiter. Also schön. Genug herumgeschnüffelt. Zeit, Esther und die anderen zu holen. Oh Gott, welche Schlange soll denn genommen werden? Die Bestechungsseite, da haben wir vielleicht sogar was. Ein besorgter, aber entschlossener Blick liegt in ihren Augen. Ist es soweit? Ja, gehen wir. Ich fürchte, hier muss ich euch verlassen. Du kommst nicht mit? Zu viele Gewehre für meinen Geschmack. Danke für die Papiere, Torben. Und ich hörte, sie haben ihm geholfen. Sie haben unseren Dank, Gerda. Nun denn, machen wir uns auf, ja? So, die eine Reihe ist, Ja, auf jeden Fall. Also, die rechte Reihe ist die, wo weniger genau auf die Papiere geguckt wird. Und linke Reihe ist die mit der Bestechung. Toll. Bestechen können wir, ne? Ich glaube, ich kann die Züge hören. Nur noch ein Stückchen, Sophia. Warum bin ich langsamer als die anderen? Also, was weißt du nun über diese Schlangen, Gerda? Der Soldat auf der linken Seite scheint bestechlich zu sein. Wenn ich genug Wertgegenstände habe, ist das vielleicht der sicherste Weg. Der Soldat rechts ist ein ehrlicher Mann, doch es scheint, als wäre er leichter zu überzeugen, wenn wir mit ihm reden. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit zum Überlegen. Welche Schlange sollten wir auf Grundlage dessen, was wir wissen, nehmen? Oh, wir haben nochmal Fakten. Dann lesen wir es mal Fakten. Während der Besatzung hat der Widerstand viele Leute umgebracht, die in Verdacht standen, Spitzel zu sein oder auf andere Art mit den Nazis zu kollaborieren. Etwa 400 Dänen kamen so ums Leben. Diese Attentate waren für die ausführende Person aus psychologischer Hinsicht schwierig, insbesondere wenn unschuldige Passanten dabei verletzt oder getötet wurden. Die Morde führten auch zu Gegenmaßnahmen der Deutschen, die ähnliche Attentate auf Personen verübten, von denen sie glaubten, sie würden den Widerstand unterstützen. So, ich wollte gucken, was haben wir denn im Inventar? Wir haben Wertgegenstände. Hochwertige Waren. Ich glaube, wir kommen durch. So, jetzt machen wir es wieder so. Neue Abstufung. So. 1-1. Dann schauen wir mal. Welche Schlange sollten wir auf Grundlage dessen, was wir wissen, nehmen? Nehmen wir die Bestechungsseite. Ich glaube, wir haben genug Ressourcen, um zu bestechen, hoffentlich. Hochwertige Waren haben wir dabei. Oder nehmen wir das und versuchen, uns durchzuargumentieren. Du musst dich entscheiden. So, wie sieht es denn hier aus? Dänen, zumindest sind wir nicht negativ eingestellt hier. Und wir haben noch die naja, wir könnten wahrscheinlich bei dem anderen mit Mitgefühl punkten. Nee, den Zonk habe ich nicht, aber ich habe vielleicht Nee. Oder Nee. Oder Nein. Und wenn es funktioniert? Jo. Okay, wir sollen bestechen. Die Linke. Er ist leichter zu bestechen. In Ordnung.
Es bringt wohl nichts weiter zu warten. Gehen wir. Gute Frau, das sind keine offiziellen Papiere. Und nun, sicher können Sie mir das nachsehen. Ich glaube auch, da wurde so lange gesprochen drüber. Und warum sollte ich das tun? Führt sie ab und lasst sie vernehmen. Oh. Abführen? Wohin? Nein, nein, ich gehe nicht mit. Tun Sie nicht? Tja. Meine Nase. Na los, altes Weib, schaffen wir sie hier weg. Ach du Scheiße. In Ordnung, sie können passieren. Oh, ich, also gut. Der Nächste. Papiere. Bitteschön. Sie vier reisen alle zusammen? Ja. Sie sind also Familie, Freunde? Alte Freunde. Schön zu sehen, dass Sie alle die Gesellschaft von Deutschen suchen. Und Ihre Papiere, gute Frau? Bitteschön. Lassen Sie mich nur... Sophia fängt an zu husten. Sch, Liebes, ist schon in Ordnung. Was ist mit dem Kind? Sie ist krank. Nun, dann halten Sie sich von mir fern, ja? Der Soldat richtet den Blick wieder auf die Papiere. Mit diesen Papieren stimmt was nicht. Was? Ganz zu schweigen davon, dass sie bayerisch klingen, aber laut diesen Papieren aus Dänemark kommen. Wir müssen sie zum Verhör mitnehmen. Sie muss die Papiere verschmiert haben, als sie all diese Wertgegenstände eingepackt hat. Vielleicht könnten sie uns ein paar abnehmen. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Dann gehen Sie mal durch. Gut. Also, los geht's. Komm, Sophia. Das war doch ein geringes Opfer, oder? Das war knapp. Das stimmt. Aber es scheint, als würde unser Gottvertrauen heute belohnt. Nein, Vertrauen in meine Waren hier. Ja? Danke für die Hilfe, Gerda. Wir haben es fast geschafft. Ja, danke. Ich hoffe, wir sehen uns noch einmal, bevor ich gehe. Viel Glück. Ich hoffe, Sie schaffen es. Mann. They herded us through checkpoints like cattle. They distilled our lives into little scraps of paper with grainy photos and scribbled notes. They took away our humanity in the name of order and conquest. But still, we persisted. I hoped that little Sophia, at least, would grow to see a better future. Would we be ready for it when it came? Or would the habits of occupation linger for years to come? Haben diese Soldaten sich als Zahnräder in der Maschine gesehen? Haben sie sich ihre Grausamkeiten vergeben, weil sie zu ihren Aufgaben gehörten? Der Krieg hat uns so viel Mitgefühl füreinander gekostet. Wir haben es aus Angst verloren, die Soldaten verloren es bei der Pflichterfüllung. Was war schlimmer? Unter den Besatzern haben wir uns an die tägliche Unterdrückung gewöhnt. Ich fragte mich, ob wir die Freiheit noch erkennen würden, wenn sie zurückkäme. The war made us lose so much tenderness towards one another. We lost it because of fear. The soldiers lost it because of duty. Which was worse? Mehr Mitgefühl. Der Bahnhof. 6. Februar, 18 Uhr. Der Bahnhof. Und nur der Bahnhof. Und wahrscheinlich gibt es jetzt noch ein Event davor. The steam from the train rises in the horizon. If I falter now, Anders might be taken away from me forever. Na dann, schnell hin. Oder auch nicht. Nach der Bahnhof.
Soldat, wir sollen sofort ausrücken. Neue Befehle vom Feldwebel. Aber ich dachte, wir hätten den ganzen Tag Dienst am Bahnhof. Nicht mehr. Anscheinend will jemand von ganz oben uns woanders haben. Gehen wir. War doch was richtig dran, hm? Es ist soweit. Ich muss anders retten, bevor es zu spät ist. Die anderen brauchen sicher auch meine Hilfe. Doch ich habe nur begrenzt Zeit. Das sieht cool aus. Der Zug war pünktlich. Okay. Psst, Gerda. Gerda, es ist schön, dich zu sehen. Freunde des Widerstands sind zurzeit rar. Ja, dieser verfluchte Sven ist plötzlich unauffindbar. Ich sag doch, der ist der dann. Ich gehe davon aus, dass du weißt, warum wir hier sind. Wir werden den Zug nach Süden angreifen, den mit der Munition. Bist du dir sicher, dass du einen richtigen Zug hast? Ja, hier wimmelt das nur so vor Wachen. Aber wir wissen nur, woanders und die anderen Gefangenen sind. Wenn wir ihn dabei befreien können, dann umso besser. Wir müssen allerdings tun, was für unsere Sache am besten ist. Aber ihr habt versprochen, Anders mit dem Sprengstoff da rauszuholen. Keine Einzelperson ist wichtiger als unsere Mission. Nichtsdestotrotz hilft die Explosion vielleicht, ihn zu befreien. Die Gefangenen sind im ersten Waggon hinter der Lokomotive. Aber wir wissen nicht, wo die Munition ist. Wir wollen, dass du herausfindest, in welchem Waggon die Munition gelagert wird. Und wenn du es weißt, stellst du eine Flasche daneben ab, damit wir wissen, welcher Waggon unser Ziel ist. Sonst nehmen wir einfach den Wagen, der den Gefangenen am nächsten ist. Was? Warum? Sie benutzen sie als Geiseln. Der Wagen mit der Munition muss ganz in ihrer Nähe sein. Und immerhin reißen wir so ein Loch in den Waggon, durch das Anders fliehen kann, falls er unverletzt bleibt. Wir nähern uns dem Zug, sobald du ein Ablenkungsmanöver startet. Ich? Warum soll ich das alles machen? Ich bin doch bloß doch... Wenn du den Zug nach Norden etwas aufhalten kannst, gibt er uns Deckung. Toll. Und Gerda, hüte dich vor Stahl. Wieso? Er hat eine Razzia am Gasthof geleitet. Wir haben es noch rausgeschafft, aber der verdammte Idiot hat aus Versehen seinen eigenen Sohn erschossen. Alter! Alter! Der wird so durch sein. Direkt vor meinen Augen. Er hat keinen Mucks gemacht, als er zu Boden ging. Oh mein Gott, Peter. Sei einfach vorsichtig, Gerda. Ein Mann, der selbst nach so einem Vorfall noch seine Pflicht tut. Er ist sicher kaum noch zurechnungsfähig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss mich auf anders konzentrieren, okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht dahin gehen. Da ist Reinhard, ich habe gerade gesehen. Warum ist er hier? Er schnieft leise vor sich hin. Gerda, mein Kind. Schön, dass du es geschafft hast. Ich und Sophia warten darauf, mit den deutschen Flüchtlingen in den Zug nach Norden zu steigen. Ach so, deswegen. Bitte hilf uns und sieh zu, dass keine Wachen auf dem Bahnsteig stehen. Je leichter sie in den Zug kommt, desto besser. Ich fürchte, ich habe erst einmal alles getan, was ich kann. Passen Sie auf sich auf, Vater. Gott sei mit dir. Torben?
spät besorgt in die Poststelle. Oh, Gerda, du bist es. Wenn du hier bist, um anders zu sehen, solltest du aufhören, mit mir zu reden und zum Bahnsteig gehen. Der Zug wartet nicht auf dich. Wir können später weitersprechen. Er pafft seine Zigarette. Na, wenn das nicht Frau Larsen ist. Ich hoffe, Sie sind nicht hier, um mir in die Quere zu kommen. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist eine neugierige Krankenschwester, die meine Pläne durchkreuzt. Was bitte soll das dann heißen? Nichts. Gehen Sie mir einfach aus dem Weg. Es ist sehr bedauerlich, dass Sie heute nicht zum Markt gekommen sind. Die armen Schmuggler aus dem Norden hätten vielleicht eine Überlebenschance gehabt. Schmuggler getötet. Reinhard hat die Schmuggler aus Kopenhagen von seinen Handlangern erschießen lassen. So ist es sauberer. Wenn Sie nur etwas getan hätten, nun ja. Was zum Teufel sollte denn das? Okay. Es ist Zeit zu gehen, Herr Larsen. Aber er lebt noch. Das war der letzte gefangene Kriminalinspektor. Sehr gut. Dann mal los. Anders. Ich muss ihn da rausholen. Beide Züge fahren bald ab. Ich muss zusehen, was ich am Bahnhof tun kann, um ein Ablenkungsmanöver zu schaffen. Ich muss daran denken, dass ich die Unterführung nutzen kann, um zur anderen Seite des Bahnhofs zu gelangen. Shit, wir haben nicht viel Zeit. Oh Gott, Stahl. Das Problem ist, es kostet uns alles Zeit hier. Ja, leider. Okay, wir gehen in Unterführung. Wir gehen erstmal rüber und gleich Zeit weg. Rat, 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 rat. Oh, sieht aus, als wäre Esther schon fast im Zug mit den deutschen Flüchtlingen. Das müssen die Varong sein, die Liva und Peter angreifen wollen. Okay, der Wechsel hat keine Zeit gekostet. Wer ist das hier? Der Zugschaffner. Der Lokführer kann den Zug vielleicht kurz aufhalten. Das würde den Widerstand Deckung und Esther und Sophia mehr Zeit zum Einsteigen verschaffen. Es könnte den Zug aber auch in der Gefahr aussetzen, von der Explosion getroffen zu werden. Entschuldigen Sie. Ja, worum geht's? Ich besteche ihn. Wenn ich Ihnen diese Wertgegenstände gebe, halten Sie dann den Zug etwas auf? Warum nicht? Der Zug nach Norden ist verspätet. Sie drängelt sich etwas vor, um eine bessere Sicht auf die Schlange zu bekommen. Diese Schlange hat sich ewig nicht vorwärts bewegt. Was dauert denn so lange? Ist das zu fassen? Was ist nur aus der deutschen Würde geworden? Herumzuschreien macht es nur noch schlimmer. Der Lokführer sieht auch schon so genervt genug aus. Der Lärm hilft ihm sicher nicht, die Papiere schneller zu prüfen. Da haben Sie wohl recht. Ich glaube, wir sind alle etwas angespannt. Ich habe die deutschen Flüchtlinge beruhigt. Okay. Sie drückt ihre Tochter an sich und beobachtet vorsichtig den Bahnsteig. Gerda, ich bin so froh, dass wir es bis zum Bahnhof geschafft haben. Nur noch ein kleines Stück. Wir hoffen einfach, dass nichts schief geht. Hoffentlich. Das hätte ich beinahe vergessen. Worüber reden Sie beide da oben? Ich sollte leiser sein. Ich bin es nicht mehr gewohnt, unter so vielen Leuten zu sein. Wir sehen uns, Gerda. Hoffe ich. Ist es hier? Mädchen, sie zappelt herum und scheint sich zu langweilen. Glauben Sie, dass die Züge bald abfahren werden? Ich möchte die Zugpfeifen hören. Wenn ich eine Pfeife hätte, ich würde die ganze Zeit pfeifen, auch wenn gar keine Züge da sind. Das könnte später sicher für eine Ablenkung sorgen. Ich will die Pfeifen hören. Ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lang. Die Züge sollten jeden Moment losfahren. Das hoffe ich. Das kleine Mädchen spitzt ihre Lippen und versucht zu pfeifen. Aber es kommt nur ein leises Pusten dabei raus. Okay.
Hier sind die Gefangenen drin und hier vielleicht die Munition, oder? Der Widerstand hat diesen Waggon als Ziel, aber es ist gleich nebenan das. Das ist der Waggon, den Liva und Peter angreifen wollen. Ich kann nicht genau sehen, was darin ist, aber es sieht nur nach Funkgeräten und anderen Kommunikationsmitteln aus. Keine Waffen. Wenn der Widerstand diesen Waggon hochjagt, öffnet sich vielleicht ein Fluchtweg für Anders. Doch er könnte bei der Explosion auch verletzt werden. Soll ich lieber diesen Waggon angreifen lassen oder einen anderen suchen? Wir suchen einen anderen. Noch ein Waggon, in dem sich deutsche Munition befinden könnte. Weit weg von Anders, aber nah am Zug nach Norden. Wenn ich mich auf Zehenspitzen stelle, kann ich gerade so in das Fenster gucken. Die Kisten aus der Fabrik sind hier drin. Das muss der Waggon mit den Waffen sein. Na toll, und wir haben den verzögert. Shit. Wenn ich die Flaschen hier hinstelle, weiß der Widerstand, dass sie hier zuschlagen müssen. Aber die Explosion würde Anders nicht befreien und könnte den Zug nach Norden treffen. Soll ich Liva und Peter signalisieren, dass dieser Waggon das Ziel ist? Ach du Shit. Wir brauchen eine Pfeife, Leute. Und wir haben gesagt, dass er den Zug verzögern soll. Hast du eine Pfeife? Er sieht etwas beunruhigt aus, als er die Flüchtlinge betrachtet. Was ist das? Ich wollte das hier meiner Freundin geben. Margit Westergaard. Ich wollte es ihr schon früher geben, aber sie ist eingestiegen, bevor ich dazu kam. Sie müsste in einem der Wagen der ersten Klasse sein. Ziemlich wertvolles Zeug. Na klar, ich bringe es hier gleich. Warten Sie einfach hier. Guck mal, wie er es hier gebracht hat. Oh mein Gott. Was ist das hier? Allein sie anzusehen, scheint die Zeit schneller vergehen zu lassen. Nee. Wir brauchen eine Pfeife. Was ist hier drin, ne? Bis oben hin mit altem und trockenem Papier gefüllt, leicht brennbar. Soldat, er spricht mit den Soldaten neben ihm. Hast du gesehen, wie Reinhard um die Waggons herumschleicht? Äußerst verdächtig, meinst du nicht? In der Tat. Und er scheint noch nervöser als sonst. Er könnte irgendwas im Schilde führen. Die beiden Wachen scheinen Reinhard auf dem Kieker zu haben. Ich könnte versuchen, sich von ihm abzulenken. Entschuldigung, aber ich konnte nicht umhin zu hören, dass Sie über Herrn Reinhard sprachen. Kennen Sie ihn? Ich traue ihm kein bisschen. Es ist nicht der Schmuggelware verkauft, er macht nur seine Arbeit. Er macht nur seine Arbeit. Ich habe gehört, er soll die Waggons persönlich inspizieren. Ach, ist das so? Ich schätze, wenn irgendjemand Ärger riechen kann, dann einer, der selbst immer Ärger macht. Reinhard gedeckt. Die zwei Soldaten, die Reinhard gegenüber misstrauisch waren, werden ihn nicht mehr so aufmerksam beobachten. Ob das hilft? Hier können wir Feuer machen. Das Problem ist, ich traue mich hier unten nicht lang. Hier ist Stahl. Risiko? Sein Gesicht scheint permanent finster reinzublicken. Bitte gehen Sie aus dem Weg. Zumindest bis der Kriminalinspektor weg ist. Okay. Seine blutunterlaufenden Augen können kaum die Soldaten vor ihm fokussieren. Frau Larsen, Sie trifft man ja in letzter Zeit überall. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Hören Sie etwas von mir oder verschwenden Sie nur meine Zeit?
Jemand sollte die Gefangenen beruhigen. Ich bin sicher, dass sich die Atmosphäre entspannen würde, wenn ich mit Anders spreche. Ich bin kein Idiot. Ich glaube kaum, dass sie die Absicht haben, die Gefangenen zu beruhigen. Aber selbst ich habe Mitgefühl mit einer Frau, die bald Witwe wird. Genießen Sie den Abschied. Soldat, behalten Sie diese dreckigen Rebellen im Auge. Ich gehe die anderen Wachen inspizieren. Sein Gesicht ist durch die Scheibe des Waggons verzerrt und kaum zu erkennen. Anders? Gerda! Oh, Gerda, es ist so schön, deine Stimme zu hören. Seine Stimme klingt so schwach. Es ist schön, wieder mit dir zu sprechen, Liebling. Aber ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Die Wache beobachtet mich schon. Ich sollte mich beeilen. Er wird gleich etwas Trubel geben. Was soll ich tun, Schatz? Halt dich gut fest. Geh in den vorderen Teil des Zugs. Und versuch, unverletzt zu bleiben. In Ordnung. Gerda. Müssen wir jetzt Abschied nehmen? Ganz und gar nicht. Der Zug nach Norden fährt in 5 Minuten ab. 5 Minuten bis zur Abfahrt. Okay. Wir haben keine Pfeife. Ich nehme an, Sie haben Anders schon in den Zug verfrachtet. Brauchst du etwas von mir? Oh. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Kann Irsa den Postraum für mich aufsperren? Brauchst du etwas von dort? In Ordnung. Aber beeil dich bitte. Irsa, darf ich dich mal kurz belästigen? Natürlich, Schatz. Worum geht es? Kannst du den Postraum für gerne aufsperren? Klar, ich meine, da sind aber viele Wachen in der Nähe. Aber schon gut. Ich hoffe, das kostet keine Zeit. Bitte beeil dich. Upsi. Ich brauche bloß eine Trillerpfeife. Okay, hier ist nichts. Regale? Hier muss doch etwas geben, was ich benutzen kann. Ah, na also. 2 Streichhölzer, eine Zugpfeife. Also gut, das reicht jetzt. Bitte geh da, bevor ich noch Ärger bekomme. Bitte keine Zeit. Bitte keine Zeit. Der Zug nach Dorn ist fast bereit zur Abfahrt. Alle einsteigen. Shit. Es ist soweit. Zeit für ein Ablenkungsmanöver. Jeder Tumult, den ich verursache, macht Wachen in der Nähe auf mich aufmerksam. Ich sollte mir das gut überlegen. Dem Mädchen dort eine Pfeife zu geben, würde ordentlich Unruhe bringen. Aber sie ist ein Kind. Dieser Abfalleimer enthält quasi Anfeuerholz. Ein Feuer würde die Wachen ablenken. Wenn sonst nichts klappt, kann ich immer noch Irsa bitten, den Bahnhofsalarm auszulösen. Ich hatte getan, was in meiner Macht stand, um am Bahnhof alles vorzubereiten. Okay, was tun wir? Was tun wir? Und welchen Waggon markieren wir? Markieren wir den Zug wirklich die Stelle mit den Waffen und riskieren, dass vielleicht unser Mann nicht befreit wird? Denn die Waffen sind hier drin. Und wird... Oh, shit. Oh. Oh. Wir können nicht mehr. Mist. Damit werden sie den Waggon kaputt machen, der nicht die Waffen beinhaltet. Wir lassen das Mädchen die Trillerpfeife benutzen. Ich frage mich, ob dieses Kind die Wachen ablenken könnte. Hallo, du. Hallo. Wollen Sie mit mir spielen? Ja, aber du musst diese Pfeife nehmen. Oh ja. Renn im Bahnhof herum und puste so doll du kannst da rein, ja? Wenn du es gut machst, darfst du die Pfeife behalten. Abgemacht.
Oh Gott, ich fühle mich gerade sehr schlecht. Hihi. Was ist das für ein Lärm? Der Zug fährt noch nicht ab, oder? Hey, Kind. Hihi. Komm zurück. Wir müssen ihr die Pfeife abnehmen. Shit, was habe ich getan? Warum laufen Sie hinter meiner Tochter her? Sie versetzt den ganzen Bahnhof in Aufruhr. Das ist meine Chance. Es ist die schlimmste Tat, ja, definitiv. Ihr deutschen Hunde werdet dafür bezahlen. Also gut, Herr Lunken, es ist fast Zeit für die Abreise. Eine kleine Tat Prügel vor der Reise macht euch vielleicht gefügsamer. Mal sehen, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr meinen Gewehrkolben gespürt habt. Ich werde da reinkommen und dir eine Lektion erteilen. Da ist Reinhard. In dem Zug sind viel weniger Waffen, als die Leute erwarten. Das sollten wir ändern. Hey, Reinhard, was haben Sie da in Ihren dreckigen Hemden? Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Sie stinkende Ratte. Das reicht, wir haben alle genug von Ihren Eskapaden. Wenn ich herausfinde, dass Sie etwas im Schilde führen, nehme ich Sie mit. Der hat kollaboriert mit den Dänen, oder was? Vor allem ist im letzten Waggon haben sie... Okay. Komm, gehen wir. Der Zug gibt uns Deckung, bis wir nah genug sind. Verlieren wir keine Zeit. Aber doch, die Lektion ist doch nur für andere, nicht für uns selber. Oh, 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 oh. Was machen denn die beiden da drüben? Shit. Also gut, steigen Sie ein, alter Mann. Bleib schön bei mir, Liebchen. Wir müssen jetzt in den Zug steigen. Ja, Mama. Nicht zu schnell, die Dame. Dieser Zug ist fast voll und nur vertriebenen Deutschen vorbehalten. Sind Sie das? Natürlich. Das werden wir doch sehen. Shit. Oh nein, wem soll ich helfen? Oh Gott. Wem helfen? Wem helfen? Wem helfen? Ich mach gerade was fertig. So, wem helfen wir? Ich delegiere jetzt die Entscheidung für die Katastrophe an euch. Viel Spaß. Oh Gott. Oh. Das Problem, solange der Zug nicht wegfährt, wären die sicher, wenn sie hier draußen bleiben. Und das explodiert. Die Explosion wird hier in diesem Bereich sein. Weil die wollen ja den Zug an zweiter Stelle und nicht den, wo die Waffen drin sind. Wir haben leider die Flasche nicht hingestellt als Signal. Das heißt, die werden den mittelsten Waggon hochjagen und leider bleibt die Munition dann unbeschadet. Auf der anderen Seite wird die Explosion dann nicht so stark sein, weil die Waffen nicht mit hochgehen, um den Zug hier drüben kaputt zu machen. Vielleicht ist es Glück im Unglück. So, unser Mann haben wir ja gesagt, er soll, ne? Ja. Sieht schlecht aus. Keiner will entscheiden. Okay, schmierigen Bastarden. Zeit, euch mal Manieren beizubringen. Die Gefangenen müssen medizinisch untersucht werden. Man untersucht doch kein Vieh vor der Schlachtung.
Kein Maß an ärztlicher Zuwendung kann diese Trottel retten. Sie haben hier nichts verloren. Das ist ein Gefangenentransport. Sollen Sie ihn nicht bewachen? Erweist sich das als schwierig. Zeit für einen direkteren Ansatz. Jetzt lassen Sie mich wieder meine Arbeit machen. Ist es nicht Ihre Aufgabe, die Ware zu schützen? Wären die Offiziere, zu denen Sie kommen, nicht wütend, wenn Sie kaputte Arbeiter erhalten? Ach, verflucht. Also schön, aber ich mache es Ihnen nicht noch gemütlich. Noch einen Mucks und Sie bekommen meinen Gewehrkolben zu spüren. Also, wollen Sie nur herumstehen und gaffen oder gibt es sonst noch irgendwas? Jetzt kommt unser Mitgefühl. Sie müssen doch auch schon geliebte Menschen verloren haben. Bitte lassen Sie mich zu meinem Leben wohl sagen. Na schön, aber beeilen Sie sich. Das könnte meine letzte Gelegenheit sein, mit ihm zu reden, bevor alles so chaotisch wird. Anders, anders. Kannst du mich hören? Ja, Liebling. Ich hoffe, wir haben noch die Möglichkeit... Geht zum vorderen Teil des Zugs. Ja, Liebling, ich erinnere mich. Danke. In Ordnung. Genug gequatscht. Verschwinden Sie. Mir geht die Zeit aus. Ich schaffe es nur noch zu einer weiteren Person. Okay, so. Noch einmal. So. Machen wir noch mal. Wem helfen? Esther, Lieber, Reinhard. Wem helfen?